Ja, wir sind jetzt wieder zu Hause. Der Versuch, die Obdachlosigkeit, ist jetzt erstmal beendet. Und ich muss sagen, ich habe mich unheimlich gefreut, als ich das erste Mal wieder duschen konnte. Es war einfach nur gut. Klamotten wechseln. Die Situation, wenn man sein Telefon nimmt und es in die Tasche steckt und sein Portemonnaie irgendwie dazu. Und es war einfach wie so eine Schutzschicht, die man zurückbekommt, die man vorher hatte, die einem dann gefehlt hat die Tage über. Das Portemonnaie nicht zu haben, irgendwie nur einen Ausweis zusammen, mehr nicht. Kein Geld, kein Telefon, kein Internet in der Tasche. Nicht, dass mich jetzt direkt irgendwer danach angerufen hätte, aber einfach das Telefon da zu haben und zu wissen, ich kann es benutzen, wenn ich möchte. Das war auch schon ein Faktor irgendwie, der mir selber Sicherheit gebracht hat. Sicherheit halt einfach gefühlt, nicht, dass es irgendwas wirklich gebracht hätte. Ja, man sieht die Stadt natürlich mit anderen Augen. Also ich habe den Weg zum Norma jetzt nochmal zurückgelegt, um einfach Sachen für den Haushalt zu kaufen. Und das ist die Strecke, die wir in den letzten Tagen dann eben oft auch sehr verzweifelt und nachts und sowas gegangen sind. Und da kommen relativ viele Bilder wieder hoch und man sieht das jetzt so ein bisschen anders. Also auch wenn man einkaufen geht, denkt man sich irgendwie, wow, jetzt hast du plötzlich eine EC-Karte. Und man merkt auch, wie viele Sachen überflüssig sind. Ich finde aber trotz allem, auch wenn es für uns eine Nummer zu groß war, Fulda hat sich eigentlich sehr gut geschlagen. Und ich glaube, das wäre in vielen Städten ganz anders gelaufen. Also die Leute gucken einen natürlich ein bisschen verächtlich an, wobei man sich selber auch bei diesem Schubladendenken ertappt, wenn man manchmal Leute sieht und denkt, die sind aber ganz schön runtergekommen. Aber Fulda hat sich auch sehr barmherzig gezeigt. Und das ist unterm Strich, finde ich, auch das, was irgendwie rausgekommen ist für uns. Und das wir es nie wieder machen, nie. Waren ereignisreiche Tage. Letztendlich bin ich froh, das erlebt zu haben.